Ich male es schnell mal auf in der Zeit. Wir kommen zur Wurzelfunktion, die blaue, die ist an sich leicht. Das ist nur eine gedrehte Parabel, aber nur im positiven Bereich. Die hat hier auch wieder den Punkt 1, 1. Nehmen wir mal die Wurzel aus 1, ne? Okay, daher kommt dieser Punkt. Die ging noch. Aber nochmal schnell zur roten. Das ist eine gebrochen rationale Funktion. Die hat ein Problem, und zwar ist die nicht definiert an der Stelle 2. Das heißt, ich kann hier schon mal tipp, am besten punktieren eine sogenannte Asymptote. Das heißt, eine Linie, an die sich die Funktion zwar anschmiegen wird, aber nicht weiter nähern. Die restlichen Punkte sind relativ leicht zu bestimmen. Ich gebe einfach mal eine 1 ein, oder ich gebe mal eine 0 ein. Wenn ich hier eine 0 eingebe, steht minus 1,5. Also habe ich hier einen Punkt, ungefähr bitte jetzt. Gebe ich eine 1 ein, habe ich minus 1. Also bei 1 ist das Biest minus 1, habe ich jetzt nicht sehr schön gemacht. Gebe ich eine 2 ein, ist nicht definiert, weil hier 1 durch 0 stünde. Und ich selber weiß es und ihr ahnt es schon, die hat hier diesen Verlauf. So, jetzt gebe ich mal ein bisschen mehr als 2 ein, also 3. Dann steht hier unten 3 minus 1. Das wäre hier. Gebe ich eine 4 ein, steht hier minus 1,5. Also bei 4 minus 1,5, also schwupp. Bitte versuchen, dass ihr da diesen asymptotischen Verlauf nicht bekommt. Wie nennt man nebenbei gesagt die Form der Kurve? Ja, ich habe natürlich Mist gemacht. Das kommt davon, wenn man irgendwie zu schnell und zu fummelig ist. Wir müssen Minus und Minus und ähnliche Werte nochmal überprüfen. Hier scheint was am Graphen nicht zu stimmen. Was stimmt nicht? Der linke Teil oder der rechte Teil? Probieren wir es aus. Der linke oder der rechte Teil? Der rechte müsste positiv sein. Der müsste positiv sein, genau. Denn wenn ich hier eine Zahl einsetze, die größer als minus 2 ist, dann muss der so verlaufen, ganz genau. Na. Okay, richtig. Schön, dann hätten wir das. Na. Also einigermaßen hat es geklappt. Das kommt davon. Gut, ich hatte ja in der Überschrift gesagt, wir kommen noch auf andere Dinge. Wir wollen auch nochmal ableiten, aufleiten und so weiter und so fort. Aber nochmal eine andere Geschichte, die da eigentlich mit dazugehört. Wir nehmen mal folgenden Fall an.